Herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Heute werden wir uns das erste einführende Beispiel anschauen. Wir wollen uns damit einen Überblick über die Programmiersprache C verschaffen. Wir starten deswegen auch gleich in der Entwicklungsumgebung und werden gar nicht Großfolien verwenden. Das Ziel der heutigen Vorlesung ist, wie sieht ein C-Programm aus? Wie erstelle ich ein C-Programm? Was brauche ich dafür? Wie kann ich übersetzen? Wie kann ich ein C-Programm starten? Das Programmieren lernen ist in gewisser Weise ein Henne- und Ei-Problem. Man tut sich schwer, ein Programmierkonzept zu beschreiben, wenn man das grobe Ganze nicht kennt. Andererseits ist es schwer, das Ganze zu verstehen, ohne die einzelnen Konstrukte genauer zu kennen. Darum ist das Ziel heute, einen Überblick uns zu verschaffen. Wir werden einige Bereiche schon recht intensiv behandeln, werden aber trotzdem auf der Oberfläche bleiben, um so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Die einzelnen Details, wie ein Konstrukt im Detail funktioniert, das schauen wir uns dann in den kommenden Vorlesungen genauer an. Normalerweise startet die Virtual C IDE mit einem Programmskelett, das heißt, wir könnten hier gleich loslegen. Ich möchte auf dem weißen Blatt Papier starten, das heißt from the scratch mit Ihnen alles durchgehen. Das Erste, was Sie brauchen, wenn Sie C programmieren, ist eine Textdatei, die ist in der Standard ASCII 7-Bit kodiert. Ich nenne sie Beispiel.c, das heißt, ich speichere erstmal Beispiel.c und habe damit eine Textdatei, die typische Endung ist .c für ein C-Programm. Theoretisch könnte aber eine beliebige Endung auch übersetzt werden. Wichtig ist, dass es sich um eine ASCII-basierte Textdatei handelt. Ja, dann fangen wir mal an. Unser erstes Programm soll die Fakultät berechnen, das heißt das Produkt von 1 bis n ausgeben. Dazu werden wir eine kleine Eingabe, eben Eingabe von n und die Ausgabe der Fakultät realisieren. In der ersten Zeile starten wir mit einem Kommentar. Erstes Beispiel: Berechnung der Fakultät. Und wir haben jetzt schon das erste Konstrukt kennengelernt, den Kommentar. Er beginnt mit Strich Stern, endet mit Stern Strich. Das ist der Standard ANSI C C90 Kommentar, also der Kommentar, der ursprünglich in der Programmiersprache C schon vorgesehen war. Sie kennen vielleicht den Kommentar aus Java mit zwei Schrägstrichen bis zum Ende der Zeile. Dieser Kommentar ist erst ab C99 zulässig. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man C90 programmiert, sollte man nur den Standard ANSI C Kommentar verwenden. Ich werde mir jetzt während dem Programmieren immer ein paar Notizen nebenbei machen, um so Konstrukte aufzuschreiben. So ein Kommentar bedeutet, dass der Compiler diesen ignoriert. Das heißt, er wird einfach übersprungen, überlesen und nach dem Kommentar wird weitergearbeitet. Also ein Kommentar ist zwischen Strich Stern und Stern Strich. Ja, wir brauchen öfters in Programmen Konstanten. Es macht Sinn, die am Anfang des Programms zu definieren und nicht Konstanten an verschiedenen Stellen im Programm einzusetzen. Wenn wir die Konstante dann ändern möchten, dann müssten wir das eben an vielen Stellen tun. Wenn wir sie oben zu Beginn des Programms definieren, brauchen wir sie nur einmal an dieser einen Stelle zu ändern. Eine Konstante in C definieren wir mit Hashtag define. Ich nenne sie MaxBetrag. Das ist die maximale Zahl, die wir berechnen können. Tatsächlich ist so ein Define eine reine Textersetzung. Das heißt, überall, wo im Programmtext MaxBetrag steht, wird dieser Text durch die 12 ersetzt. Ich halte mir auch das jetzt mal fest. Define, Name, Wert zum Anlegen von Konstanten. Wir schreiben Konstanten typisch in Großbuchstaben und mehrere Wörter werden wir mit Unterstrich verbinden. Ich möchte Ein- und Ausgabe in C verwenden. Ich möchte die Ein- und Ausgabe nicht selber schreiben. Das heißt, wir brauchen Funktionen der Standardbibliothek. Dazu binden wir in C die Datei standard.io.h, eine sogenannte Header-Datei, ein.
In der Header-Datei sind Funktionsdeklarationen, sogenannte Prototypen, abgelegt, die für die Ein- und Ausgabe zuständig sind. Viele Header-Dateien der Standardbibliothek beginnen mit std und in unserem Fall io ist eben die Ein- und Ausgabe. Ja, was Funktionsdeklarationen, was Prototypen sind, das werden wir jetzt gleich sehen. Ich halte nur mal kurz fest, include in Spitzenklammern stdio ist das Einbinden der Systemfunktionen für die Ein- und Ausgabe. Wir möchten die Funktion Fakultät anlegen. Sie gibt einen Long-Wert zurück, heißt Fakultät, bekommt einen Integer-Wert als Parameter. Ich möchte jetzt erstmal nicht die Funktion Fakultät schreiben, ich möchte sie nur ankündigen, deklarieren, das heißt meinem C-Compiler mitteilen, dass es diese Funktion gibt. Das heißt, nach dem Funktionskopf, also Rückgabewert, Name, Parameter, beende ich die Deklaration mit einem Strichpunkt. Man nennt sowas auch einen Funktionsprototyp. Also die Deklaration einer Funktion macht sie bekannt, gibt aber noch nicht die Information preis, was tatsächlich in der Funktion passiert. Sie haben vielleicht von Java schon den Begriff der Signatur gehört. Das ist quasi die Signatur der Funktion, die Parametrisierung der Funktion, die jetzt hier mit einem Strichpunkt beendet wird. Das heißt, ich halte auch mal kurz fest, Funktionsdeklaration ist Rückgabetyp, Name, dann haben wir in Klammern die Parameter. Wir starten gleich mit dem Hauptprogramm. Ein Hauptprogramm in C heißt Main, muss einen Integerwert zurückgeben und kann parameterlos sein. Eine Funktion, die keinen Parameter übergeben bekommt, wird mit Void deklariert. Das heißt, unsere Main-Funktion kriegt das Schlüsselwort Void anstelle einer Parameterliste. Sie finden oft das Main mit Klammer auf, Klammer zu. Das ist typisch in C++ oder das ist die C++-Schreibweise beziehungsweise die veraltete C-Schreibweise. Heute nach dem C99, C11 oder C18 Standard ist es erforderlich, das Schlüsselwort Void in Klammern zu schreiben. Der Hintergrund ist der, wenn Sie die Klammern weglassen, dann nimmt C automatisch einen impliziten Integerwert als Parameter an. Das ist aber eine Geschichte, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Auch wie wir die Main-Funktion parametrisieren können, werden wir später noch genauer kennenlernen. Für unsere ersten Funktionen in C genügt eigentlich immer die Signatur int, Rückgabewert, Main, Name und Void als Anzeichen, dass die Funktion parameterlos ist. Wir haben jetzt hier einen Anweisungsblock angefangen. Ich werde ihn jetzt auch gleich mal beenden. Das heißt, auf den Funktionskopf, auf die Signatur der Funktion folgt ein Anweisungsblock. Dann spricht man von einer Funktionsdefinition. Wir melden nicht nur an, dass die Funktion main existiert, wir geben auch gleich die entsprechende Implementierung mit an. Das heißt, eine Funktionsdefinition sagt implizit natürlich, dass diese Funktion auch deklariert wird, gibt aber zusätzlich an, wie die Funktion auch tatsächlich arbeitet. Man spricht auch von einer Implementierung der Funktion. Wir implementieren hier an dieser Stelle die Main-Funktion. Ich halte also das auch mal kurz fest, Funktionsdefinition. Wir haben unser int main in Klammern void und es folgt ein Anweisungsblock, also Rückgabetyp, Name, Parameter und ein Anweisungsblock entspricht einer Funktionsdefinition. Und wir halten vielleicht auch noch kurz fest, void anstelle von Parameter oder void als einziger Parameter, dann ist natürlich parameterlose Funktion, also void ist kein Parameter. Wir könnten void auch zu Beginn schreiben einer Funktion, also als Rückgabetyp angeben. Das bedeutet dann, dass die Funktion nichts zurückgibt. Man spricht dann von einer Prozedur. Aber auch das ist ein Thema, worauf wir später erst genauer eingehen werden. So, zurück zu unserem Hauptprogramm. Ich benötige als erstes eine Variable. Ich nenne die Variable n, also ein int ist der Datentyp n.
und ich initialisiere gleich mal die Variable mit 0. Als nächstes machen wir eine kurze Ausgabe an den Benutzer, Berechnung der Fakultät. Und wir enden die Zeile mit einem Zeilenumbruch. Backslash-Symbol und N steht für ein New Line, also Zeilenumbruch. Dann sieht die Ausgabe ein bisschen schöner aus. Eine Besonderheit in C ist, Zeichenketten können erweitert werden, indem wir einfach sie in der nächsten Zeile fortführen. Wichtig ist nur, es darf zwischen diesen beiden Zeichenketten kein Operator dazwischen sein, also dürfen kein Plus wie in Java angeben, sondern einfach führen in der nächsten Zeile die Zeichenkette fort. Ich schreibe jetzt hier bitte eine Zahl zwischen %d, nein, zwischen 1 machen wir erstmal und %d eingeben. Doppelpunkt. Ich mache das Fenster hier mal zu. So, ich mache hier noch ein Leerzeichen hin. Und Maxbetrag. Nun, da haben wir jetzt einiges. Also zunächst die Funktion printf ist in standard.io.h definiert. Sie beginnt mit einem Format String, einer Zeichenkette für die formatierte Ausgabe. Und unser %d an der Stelle hier in der Mitte, das ist ein Platzhalter. Das heißt, in der Formatierung verwenden wir Platzhalter für Argumente. Diese Argumente führen wir dann im Anschluss hinten an. Bei uns heißt es jetzt, an der Stelle, wo das %d steht, wird tatsächlich Maxbetrag ausgegeben. Wenn wir mehrere Argumente übergeben, also ich mache hier mal statt der 1 auch ein %d, dann werden die Platzhalter einfach in der Reihenfolge übergeben. Das heißt, es wird erst die 1 ausgegeben zwischen 1, %d ist der erste, also das erste Argument und %d Max Betrag. Ich halte also mal kurz zwei Dinge fest. Einmal printf Funktion für die Ausgabe, für die formatierte Ausgabe. Und zum anderen eben %d Platzhalter für die Dezimalausgabe. Man liest auch oft %i, %i und %d. Das ist ein gewisser Streit unter den Entwicklern. %d steht für dezimale Ausgabe, %i für Integer. Sie haben exakt die gleiche Funktion. Es ist also Geschmackssache, ob Sie %i oder %d verwenden. Okay, als nächstes möchten wir einlesen. Wir verwenden dazu die Funktion scanf. Scanf verwendet wie printf, ist es eine formatierte Eingabe, den Platzhalter. In unserem Fall möchten wir eine Integer-Variable einlesen, also unsere Variable n. Und jetzt haben Sie sicher in Grundlagen der Programmierung Call by Value und Call by Reference kennengelernt. C verwendet als Übergabe an eine Funktion immer die Parametrisierung Call by Value. Es wird also immer der Wert kopiert und die Kopie an die Funktion übergeben. Wenn man das im Hinterkopf hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, dass ich hier n hinschreibe, denn dann würde an die Funktion scanf die Zahl 0 übergeben. Und wie soll scanf in die Variable n denn etwas einlesen, wenn die Kopie, also der Wert der Variable, übergeben wird? Wir verwenden einen kleinen Trick in C. Wenn wir der Funktion die Adresse unserer Variable mitteilen, dann hat die Funktion die Chance, an die Adresse der Variable im Speicher den Wert abzulegen. Wir machen das mit dem Adressoperator, das ist das Kaufmanns-und, also Kaufmanns-und n. Wir übergeben die Adresse an die Funktion scanf. Die Funktion scanf schreibt an die Adresse den eingelesenen Wert. Ich halte also mal kurz nochmal fest, scanf, formatierte Eingabe mit Platzhalter, %d Integer, wie bei printf. Und als zweites, Kaufmanns-und ist der Adressoperator. Ich kann
für jedes Symbol in C, also jede Variable, kann ich die Adresse mit dem Kaufmanns- und Operator bestimmen. Vielleicht noch eine Anmerkung. Scanf liest exakt das ein, was in der Formatierung gefordert wird. Würde ich hier beispielsweise Eingabe hinschreiben, dann müsste der Benutzer jetzt tatsächlich ein großes E, kleines I, N, G, A, B, E eintippen und danach eine Zahl. Das heißt, nicht wie vielleicht einige das von Basic her kennen, dass man komfortable Ausgabe macht und dann einliest. Nein, ScanF, die Formatierung von ScanF ist exakt das, was der Benutzer eingeben muss. So, jetzt haben wir in unsere Variable, in unser N, einen Wert eingelesen. Jetzt prüfen wir erstmal ab, ob der Wert korrekt ist. Also falls das N größer als Max-Betrag, dann geben wir eine Fehlermeldung aus. Das können wir einfach mit printf tun. Fehlereingabe zu groß. Und noch ein Zeilenumbruch. Also auf die Anweisung if folgt in Klammern eine Bedingung. Das kann hier ein booleischer Ausdruck sein, bei uns der Vergleich. Falls das n größer Betrag ist, dann wird die nachfolgende Anweisung oder der nachfolgende Anweisungsblock ausgeführt. Das heißt, ich rücke hier in C ein, damit kenntlich wird, dass diese Anweisung zur if-Bedingung gehört. Eine zweite Anweisung darunter würde nicht ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch einrücke und sage Edge, dann würde das immer ausgeführt werden, weil nur eine Anweisung nach if ausgeführt wird, also bedingt ausgeführt wird. Ich halte also mal fest, if, Klammer auf, Bedingung, Anweisung. Und alternativ zur Anweisung, das haben Sie auch aus Grundlagen der Programmierung mitgenommen, können wir natürlich einen Anweisungsblock schreiben. Also nochmal zum Festhalten, Anweisung oder Anweisungsblock. Dann passt das jetzt so, wie es da steht. Das heißt, das Edge wird nur ausgegeben, wenn die Bedingung erfüllt ist. Gut, im Anschluss brauchen wir noch unsere eigentliche Berechnung. Ich füge einen Else-Zweig an. Auch beim Else-Zweig folgt eine Anweisung, bedingt aufgrund dieser Else-Bedingung, oder ein Anweisungsblock. Hier nutze ich jetzt mal nur zum Kontrast eine Anweisung. Ich rücke also wieder ein, Else. So, die Fakultät von %D, unserem N, ist, Achtung, Fakultät liefert Long zurück, das heißt, korrekt ist hier ein Long-Dezimal, ein LD oder ein LI, könnten wir auch verwenden, ist %LD und wir machen noch einen Zeilenumbruch hinten dran. So, jetzt haben wir wieder zwei Parameter, das heißt, die Fakultät von %D, das ist unser N, ist unsere Fakultät von N. Und die Klammer von printf, Strichpunkt. Den Strichpunkt können wir auch noch kurz festhalten. Der Strichpunkt trennt die Anweisungen. Also das kennen Sie auch aus Java. Eine Anweisung muss immer ein Strichpunkt folgen. Gut, unser Main liefert einen Wert zurück. Der Rückgabewert ist vom Typ int. Das heißt, wir schreiben noch return 0. Wenn wir aus Main rausspringen und den Wert 0 zurückgeben, heißt das für den aufrufenden Prozess, dass der Aufruf erfolgreich war. Also das Return 0 zeigt, dass die Ausführung okay ist. Ja, dann schließen wir den Anweisungsblock und haben damit unser Hauptprogramm abgeschlossen. Das heißt, wir sollten jetzt übersetzen können, wenn wir keine Fehler gemacht haben. Und das haben wir nicht. Das heißt, das Programm übersetzt korrekt. Wir werden das Programm jetzt noch nicht ausführen können. Das heißt, wenn ich versuche, das Programm zu starten, dann funktioniert das nicht. Das sieht man hier unten ganz schön. Weil die Funktion Fakultät, die in Main verwendet wird,
nicht gefunden wird. Das heißt, zoom da mal wieder ein bisschen raus, dass es übersichtlicher wird. Das heißt, der Übersetzungsvorgang zum Erzeugen eines Programms ist in C zweiteilig. In der ersten Stufe wird das Programm, das Sie ausführen möchten, von C in einen Binärcode übersetzt. Im zweiten Schritt wird die Laufzeitbibliothek dazu gelinkt. Das heißt, der erste Schritt, das ist das Compile. Das zweite ist Link, das im Moment jetzt hier nicht funktioniert. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir können viele C-Module übersetzen und zusammen zu einem Programm binden. Erst beim Binden werden alle Symbole, alle Funktionen in dem Programm gesucht und zu einem ausführbaren Programm zusammengeführt. Das heißt, ich verwende ja hier in dem Beispiel die printf und die scanf-Funktion, die ist aber in meiner C-Datei nicht weiter erklärt. Das heißt, es ist zwar über include standard.io eine Deklaration vorhanden, es fehlt aber die Definition. Die Funktion ist definiert in der Laufzeitbibliothek. Wenn ich die Laufzeitbibliothek dazu binde, dann passt das. Bei uns ist die Funktion Fakultät als Prototyp angegeben. Sie ist aber noch nicht definiert. Sie befindet sich auch so nicht in der Laufzeitbibliothek. Deswegen funktioniert unser Programm nicht. Wir schauen uns jetzt gleich im nächsten Video an, wie wir die Funktion Fakultät noch erstellen und dann das Programm abschließen. Bis gleich.